Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, heute mit dem Thema, kann Kaffee den Stoffwechsel anregen? Also denkt dran, Plus weg, aber abschließend, je nachdem, wo ihr mich seht. Also, Kaffee und Stoffwechsel. Zum Stoffwechsel muss man erstmal sagen, ist ja im Schwerpunkt gemeint Energieverbrennung, wenn es zum Beispiel um das Thema Gewichtsveränderung geht. Und es geht darum, um den Blutzuckerverlauf. Wir haben ja an Nährstoffen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Und das Fett und das Eiweiß kennen viele vielleicht schon, brauchen wir für die Muskulatur. Das kennt man ja immer so aus dem Sportbereich. Und es ist so, dass die Kohlenhydrate den Blutzucker anregen. Zum Kaffee zurück, also wenn ich den jetzt schwarz trinke, außer Koffein, dass der uns vielleicht etwas pusht und wir ein bisschen wacher werden. Für die, die den Kaffee dafür nutzen, ist ja das Koffein verantwortlich, aber den Stoffwechsel anregen, dass wir Kaffee trinken und können besser Energie verbrennen, kriegen mehr besseren Zuckerspiegel oder weniger Insulin, das ist mir unerklärlich. Also ich kann es nicht beantworten an der Stelle, dass Kaffee tatsächlich den Stoffwechsel anregt. Ich werde in letzter Zeit ganz häufig gefragt in der Praxis, ob das so ist, und nee. Also wenn es so wäre, ganz einfache Antwort, dann würden wir ja nicht über das Thema Abnehmen reden, weil dann würden alle Kaffee trinken und die Kaffeetrinker wären ja alle dünn. Also ziemlich logisch, wenn das angeblich den Stoffwechsel anregt. Also, ich würde mal sagen, trinkt den Kaffee. Natürlich, wenn ihr Zucker reinmacht, geht der Insulinspiegel sowieso hoch. In dem Moment kann aus dem Zucker schneller Körperfett bauen. Aber dass der Kaffee Stoffwechsel anregend wirkt für eine Gewichtsveränderung, nein. Also, ihr Lieben, Kaffee gerne trinken, aber zum Abnehmen nichts möglich. Also, wenn es so wäre, wäre ich ja auch gar nicht unterwegs. Dann würde ich was anderes machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Liebe Grüße, ihr Lieben, und viel Spaß beim Kaffee trinken. Tschüssi!